Moin, ich bin's, eure Bettina Bullmann von der Zuhausebau aus Altmühlen. Ja, heute bin ich in Marschacht und wir haben hier, ihr seht schon im Hintergrund, ein Flair 180 mit zwei Wohneinheiten. Und da sind wir auch wieder ganz kurz vor der Hausübergabe. Und ihr kennt das schon von mir, es geht los. Einmal außen, dann wieder innen. Kommt mit, los geht's. Wir sind jetzt bei der Außenbegehung und es ist alles nicht so einfach. Also das Grundstück war jetzt nur nicht das Größte für das wirklich sehr, sehr große Haus. Ich versuche es trotzdem mal, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, was wir hier denn Schönes gebaut haben. Ihr seht schon, alles ein bisschen schmaler. Es war natürlich so, dass es geht. Und ich kann euch wenigstens hier von der Front straßenseitig zeigen, okay, so sieht's aus. Also irgendwie so in der Form, Art und Weise. Da ist der Eingang und da werden wir jetzt gleich reingehen und dann zeige ich euch mal, wie so ein großes Haus mit zwei Wohneinheiten von innen aussieht. Auch eine schöne Idee für vielleicht mit Einlieger oder Generationenwohnen. Also kann man toll viel mitmachen. Reingenuschelt in wirklich die hinterste Ecke, den letzten Winkel, so dass ihr so ein bisschen, ich sag mal, die Wohnseite noch mal mitkriegen könnt. Wie gesagt, ihr seht, hupp, da ist schon die Hecke, da ist schon das Haus. Wir haben den Platz optimal ausgenutzt, aber mehr geht wirklich nicht. Ja, und jetzt noch mal den Versuch einer halbwegs gescheiten Aufnahme von der Eingangsseite. Also ich befürchte mal, was immer ich jetzt tue, besser wird es nicht, aber ihr kriegt eine kleine Idee, was wir hier gebaut haben. So, jetzt aber wirklich, jetzt geht's rein und los geht's. Ich stehe in der Eingangstür und das ist schon mal der Blick. Wohnung Nummer 1, Treppenhaus, das werden wir natürlich nachher auch noch benutzen. Einmal da hochwackeln und dann kann ich euch zeigen, was oben los ist. Aber wir machen erstmal unten, wie sich das gehört. Die Tür, die ihr hier seht, das ist die Tür zum Hausanschlussraum. Also die Technik, die natürlich für beide Parteien zugänglich sein muss, ist hier im gemeinsamen Hausflur unten im Erdgeschoss. Ihr seht schon eine mega große Tonne voll mit Wasser. Beide Parteien sollen ja genügend Brauchwasser, Trinkwasser, Duschwasser und sonstiges Wasser haben, damit das alles entspannt läuft bei denen in der Wohnung, wenn sie drin sind. Jo. Klein, praktisch, gut. So wie das sein soll und muss. Das ist wirklich ganz klassisch der Technikraum, wie sich das gehört mit allem, was der Mensch braucht, was die Technik des Hauses benötigt, damit der Laden hier 1A funktioniert. Ja, wir haben hier noch eines gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich und in echt die letzte Gasheizung, die wir verbaut haben. Mit Heizkörper noch, ohne Fußbodenheizung. Also, das ist jetzt schon fast etwas Seltenes. So, nach der langen Zeit, wo wir ja auch die entsprechenden Auflagen haben, die wir bauen müssen. Jo, das war's im Technikraum. Und nun nehme ich euch mal mit in die erste Wohnung. Hereinspaziert. Los geht's. Ich mach mal kurz den Klingeltest. Jo, alle wach. Hereinspaziert. Schönen guten Tag. Wohnungstür. Eingangsbereich, Flur. Wenn ich den jetzt glatt runtergehe, dann komme ich hier in den Wohn-Essbereich. Seht schon, wir haben das Haus so gesetzt, dass wir ein bisschen Platz haben für eine schöne kleine Terrasse. Grill draußen, Stühlchen draußen, ganz gemütlich zu zwei Seiten. Da wird mal die Küche reinkommen.
kann man sich halb offen gestalten, mit einem kleinen Tisch dran stellen. Also das ist schon ganz, ganz schnuckig geplant. Jo. Mal hier haben wir den Abstellraum. Ihr seht schon, da hinten ist auch Platz für eine Waschmaschine und Co. Und so ein Raum ist ja auch wirklich Gold wert für alles, was man an sonstigem Geraffel hat und unterbringen muss. Ist ja ganz wichtig, auch als Mieter in einer Wohnung. Jo, dann Raum Nummer 2. Was immer man braucht. Kinderzimmer, Hobbyzimmer, Büro. Homeoffice ist ja ein Riesenthema. Hat eine schöne Größe und lässt sich sicherlich prima gestalten. Also ich denke, das ist eine schöne Wohnung für 2 oder 3, je nachdem. Natürlich auch für einen alleine. Hier kann man prima ein Schlafzimmer unterbringen. Ganz klassisch schon mal die Steckdosen rechts, links fürs große Bett. Und da seht ihr es. Es gibt tatsächlich noch Heizkörper. Wir haben auch noch mit der dezentralen Lüftung gearbeitet bei diesem Haus. Der Lohn ist E². Jo. Alles mega praktisch und schön zu bewohnen, denke ich. Dann haben wir hier ein Duschbad. Milchglasfenster, damit keiner reingucken kann. Was ich auch ganz schön finde, ist eben, dass wir das so geplant haben, dass das Badezimmer hier nach vorne zur Straße geht. Weil wir sind ja hier doch mit ein bisschen mehr Verkehr gesegnet. Jo. Die Dusche. Ich mache es kurz auf, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Wir haben es auch ein bisschen größer bei der Duschtasche. Duschtasse. Mein Gott, was für ein Wort gewählt. Ja, ganz klassisch gefliest. Oben mit Lichtauslass, was ich schön finde, dass man hier sich ja nicht so eingeschlossen und dunkel fühlt. Und ganz schlicht und einfach. Aber anständig, ordentlich. Sehr, sehr schön. Jo. Dann würde ich sagen, dann haben wir doch schon mal ein schönes Bild von der Wohnung im Erdgeschoss. Hier im Flair 180. Und nach dem Blick noch einmal rum, nehme ich euch jetzt mit nach oben. Kleine Nische noch unter der Treppe für, keine Ahnung, Abstellen von Kinderwagen, Hacken Porsche, also diesen Einkaufsrolli hinterher, Ziehdingsbums. Ja, das ist, denke ich, auch ganz praktisch. Oder vielleicht sogar ein Fahrrad, wenn es draußen regnet, man weiß es nicht. Dann geht's mal los. Ich nehme euch mit hoch. Wir haben hier mit einer Betontreppe gearbeitet. Das ist insofern natürlich immer ganz schön, weil es dann auch wirklich Ruhe gibt. Man kann die Treppe anständig sauber machen, dadurch, dass sie gefliest ist. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man das ganze Thema in einem Mietverhältnis hat. So sieht es dann von oben aus. Auch hier haben wir noch einen Vorplatz. Und den gemauerten Aufgang mit dem Edelstahltreppengeländer. Ja, rückwärts rein. Achso, Bodenluke gibt es natürlich auch. Nur für den Fall der Fälle das. Ist aber tatsächlich für den Mieter kein Ablageraum. Ja, und ich mache das genauso, wie ich es unten gemacht habe. Ich gehe mal einmal eine ganze Ecke zurück. Und da kann ich ja ganz, ganz viel zurückgehen. Weil natürlich ist der Schnitt hier oben ein bisschen anders als unten. Weil das, wo ich jetzt hier stehe, das gehört unten mit zum Badezimmer. Und ich fange auch gleich mal rechts an, weil das, was hier Badezimmer ist, ist ja im unteren Bereich Hauseingang, Flur und Hausanschlussraum. Das heißt, wir haben hier oben ein wunderschönes, großes Badezimmer. Ja, die Tür ist leider kaputt gegangen, die wird noch nachgeliefert und wieder frisch und heile eingesetzt. Deswegen haben wir da gerade noch
eine kleine Lücke, die noch nicht ganz fertig ist. Aber das erledigt sich dann entsprechend alles. Ja, ist ein schönes großes Badezimmer, ne? Kann man sich doch drin wohlfühlen. Ganz schlicht und klassisch gehalten, zeitlos. So dass jeder auch so ein bisschen seine Idee von Gefallen, Wunschfarbe verwirklichen kann. Durch ihr Milchglas, was ich immer schön finde, bringt schön viel Licht. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier mit Handtüchern, mit Badvorleger, was auch immer, mir das meinen Farbwunsch entsprechend schön machen als Mieter. Das ist schon toll. Und wenn ich dann ein Generationenwohn habe, kann ich mir hier auch meine Fliesen so hinlegen, wie ich das gerne möchte. Ja, ich würde sagen, dann schwuppdiwupp, einmal gerade durch. Das kennt ihr schon von unten, das ist tatsächlich ein identischer Schnitt. Wir haben hier den Küchenbereich. Schön groß mit dem Wohnbereich dran. Auch hier die bodentiefen Fenster. Es ist mega schön freundlich hell. Und was das Tolle ist, wir haben hier mit Balkon gearbeitet. Das heißt, auch der Mieter oder Besitzer dieser Wohnung hat es schön gemütlich. Und hat auch einen Balkon mit wirklich schön viel Platz, finde ich. Da kann man auch mal eine Liege hinstellen. Da kann man sicherlich seinen Grill super schön hinstellen. Also, das ist schon so, dass ich sage, da kann man sich wohlfühlen. Das ist nicht nur Meter mal Meter. Das ist schon erwachsen. Schönes Ding. Jo, weiter geht's. Wir haben ja noch ein paar Räume. Auch hier haben wir den obligatorischen Abstellraum. Die Waschmaschine muss ja auch irgendwo hin. Ne? Bisschen Vorrat, bisschen Krams. Wie das halt alles so ist, was ich immer schön finde. Auch hier ein kleines Fenster drin. Es gibt doch nichts Besseres als Frischluft. Ach, da habe ich gar nicht unten gezeigt, aber hier zeige ich es mal. Da sind die Anschlüsse für den Router. Und hier oben nochmal der Mini-Stromkasten für den Stromkreis für diese Wohnung. Jo, das soll es aus dem Abstellen gewesen sein. Und weiter geht's. Genau wie unten ein Zimmer. Jo, arbeiten, Gäste, Kind, was auch immer gewünscht und möglich ist, wer auch immer diese Räume so nutzen mag. Der nächste Raum wäre wieder ganz klassisch Schlafzimmer. In dem Fall tatsächlich, man sieht's, Bett ist da angedacht. Und dann ein schöner Ausblick auf den Balkon raus. Ja. Wie ich finde, wir haben hier wirklich eine schöne Wohnungsgröße. Und was natürlich echt ein kleiner Luxus und ein Vorteil ist zu der Wohnung im unteren Teil. Wir haben hier noch so eine Ecke für, ich sag mal, offenes Büro, Leseecke. Schöne Garderobenecke, was immer man sich vorstellen mag, was man hier mal machen möchte. Und durch das Fenster haben wir natürlich mega schön viel Licht im gesamten Flur, sodass diese Wohnung noch ein Stückchen heller ist als die untere. Also echt schön. Und das war's. Ich habe euch durchgeführt durch das Flair 180, habe euch außen gezeigt, wie es aussieht. Wir sind unten und oben gewesen. Ihr kriegt eine kleine Idee, wie man sowas, ja, ich sag mal, wie gesagt, zur Vermietung oder Selbstnutzung als Generationenwohnung super schön nutzen kann. Ihr kennt das von uns, wir planen euer Haus genau, wie ihr euch das wünscht. Natürlich individuell angepasst, das ist für euch wichtig. Ja, und damit ich mit Tina Bohlmann von der Zuhausebau GmbH das auch machen darf, hoffe ich doch mal, dass ich euch kennenlerne, wenn ihr Lust auf so ein Projekt habt und wir das gemeinsam erleben.
Alles Gute bis dahin. Tschüss.